Wieder was für YouTube im Kasten, Chat. Wieder was für YouTube im Kasten. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ihr hochgradig attraktiv, ne, die Videos da draußen in Empfangsgeräten. Niska hier. Nach Teil 1 in Tournament Ready eBay Decks wurde immer wieder gefragt, Niska, kannst du eine zweite Folge davon machen? Und ja, was soll ich sagen? Hier bin ich schon wieder am Delivern. Wir sind jetzt auch gerade live auf twitch.tv/Niska. Wenn auch du mal mit dabei sein möchtest, wie ein legendärer Clip wie dieser entsteht. Dann geht doch mal in die Videobeschreibung und klick auf den Link auf twitch.tv/Niska. Stream mich immer viermal die Woche, Montag bis Donnerstags ab 18 Uhr, und würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Chat, womit haben wir es hier zu tun? Und zwar haben wir es hier mit einer absoluten Meta-Perle zu tun. Yu-Gi-Oh! Hi-Rare Meta Danger Ogre Stack. 79 Karten für geschmeidige 180 Öcken. Mein Gott, ich sehe jetzt erst diesen Aquadolphin. Womit haben wir es hier zu tun? Was kriegen wir denn hier für Hi-Rare Meta Danger Ogres Turnierdeck? Wir haben hier zweimal Valor. Keine Ahnung, Common hat es fürs Playset nicht mal gereicht. Zweimal Common Boots und Cloak. Da steht nichts von PK drin, aber gut. Gefahr Chupacabra. Structure Day Printing. Nice one. Motten. Also, I don't know. Like for real. Kann mir das mal eine, warte, was haben wir denn? Wir haben hier eine Danger Engine. Dreimal Nessie in Gold. High Rare. Möchte ich nur mal ankündigen. Gefolgt von Wolpertinger. Nice one. Und Neos. Was haben wir denn da? Wenn du da draußen ist, in Zukunft bitte Decks verkaufst, dann würde ich doch definitiv bitten, Bruder, ein bisschen mehr als 140p Kamera wäre geil. Okay, wir haben dreimal Ultra Rare Orcus Mech Ritter. High Rare Meta. Pawn Scales, auch nur das Ultra Reap. Nur zwei davon. Gefolgt von dem Structure Deck Reprint des Radiant Kaiju. Haben wir als nächstes die guten Weltvernichtendes Wachstab. Warum zum Fick ist Engage da drin? Da liegt das High Rare! Leute, da liegt das High Rare. Und zwar in dem Gold Secret Print. Ich erwarte, dass jetzt zumindest der Dingirsu zumindest Ulti ist. Die Ulti Dingirsu und ich schmelze dahin. Ulti Dingirsu und ich schmelze dahin. Breaksword, Redur, Requiem. Ultra. Keine Ulti. Hier muss der Collector Value liegen. Im Side Deck. Und das Side-Deck ist auch spannend. Nummer 50, schwarzes Mastschiff. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ich find das Extra-Deck auch Raumisolator. Ich habe diese Karte in meinem Leben noch nie gesehen. Für den Schnapperpreis von 180 Euro. Kann dieses Yu-Gi-Oh! Hi-Rare Meta Danger Orcus Turnierdeck 79 Karten, Hashtag 330 Yu-Gi-Oh! Dir da draußen gehören. Wie kommt so ein Spitzenangebot bitte zustande? Und zwar, dass der Verkäufer wahrscheinlich genau so viel damals 2019 für den Haufen bezahlt hat. Da liegen nicht mal 100 Euro hier auf dem Tisch. Yu-Gi-Oh! Tierlament, Tränenklage, Ishizu, Turnier, Metadeck, Core, Perle, Rhino. Für ganze 320 Euro! Abgesehen davon, dass vorgestern erst eine Banlist gedroppt ist und nichts mehr davon playable ist. Wir haben hier dreimal Reinhardt, dreimal Shiren. Kannst du zwei zum Arsch abwischen verwenden. Genauso mit Merli und mit Hafnis. Perle Rhino stand gestern, er lag bei, was, 25 Euro. Und hier unten liegen Centbeträge. 5 Euro pro Rhino-Hard kannst du noch ausgeben. Im Extra-Deck liegt das Geld jetzt auch nicht unbedingt begraben, wenn du mich fragst. Zweimal Klopapier. Kalador geht ein 5er. Rookalos geht auch. Was, ein 5er? Von dem her, ja, passt. Garura geht ein 20. Das ist okay, das ist fair. Millennium Eis. Wann hat man Millennium Eis noch in Tierschizu rum experimentiert? Dragostabil ist tatsächlich eine Staple in so ziemlich jedem Fusion Deck mittlerweile. Und dann haben wir Redur in Common. Und Dweller. Okay. Also, für satte 320 Euro kriegt man auch hier ein richtiges Killer-Deck, was eigentlich mittlerweile nicht mal mehr 100 Euro wert ist. Danke der Bandist. Nicht mal vor der Bandist wäre der ganze Haufen so viel wert gewesen. Absolute Kaufempfehlung meinerseits. Mit 5 Beobachtern, by the way. Ja, also von dem her, wird definitiv niemals einen neuen Besitzer finden. Das
War jetzt auch noch Aufwärmrunde. Wir gehen jetzt, gehen wir aber so richtig rein, Chat. Und zwar hat aus meinem Mod-Team jemand keine Mühe und Not gescheut, sich wirklich durch den Bullshit durchzufinden. Weil eBay, Zitat, ist nur für Anfänger. Wir gehen jetzt auf eBay Kleinanzeigen. Für satte 290 Euro kriegst du Yu-Gi-Oh! X-Saber Deck komplett mit Extra-Deck in High-Rare! X-Saber! Chat, wir reden hier jetzt von dem richtigen Zeug. Für ganze 300 Euro kann dieses Deck hier dir gehören. Also wir haben hier in diesem Deck, haben wir auch Staple-Karten wie MST, Gorse, Mirror Force, Stardust. Oh mein Gott. 2-0, clean. Wie viel geht dieser X-Saber-Kram, warte. Das muss ich jetzt mal nachschauen. Ah, okay. Ich sehe schon. Das kostet fast gar nichts. Ich sehe schon. Wir haben es hier mit einem richtig guten Zeug zu tun. Das ist ein Deck, wo man sagen kann, yes, da sind meine 300 Euro sehr gut aufgehoben. Vielleicht zur damaligen Zeit, 2010, 2011, sure, hast du ein Tier-1-Deck. In der heutigen Meta leider echt nicht mehr so der Knaller. So eine Mirror Force kann in was schon gut kommen. Yes, ich möchte bitte, dass du im Jahre 23 des Herren rausgehst mit deinem X-Saber-Deck, versuchst auf Stardust Pass mit Mirror Force zu kommen. Bitte, be my guest. Ich glaube tatsächlich, der Grund, warum wir dieses Deck hier finden, der Mann will das Deck nicht verkaufen. Hans-Jörg hat damals wirklich mit einer Freude 2012-Format gespielt. Wirklich, er hat dieses Format gerockt. Das Problem ist, seine Frau, Gertrude, hat gesagt, du wirst jetzt mal endlich den Scheiß los. Verkauf es. Es liegt dir noch rum. Und Hans-Jörg hat schon... Nein, werd's los, werd's los. Was hab jetzt einfach nur Hans-Jörg gesagt und... Ja, gut, ich pack's auf eBay. Und jetzt hat er es einfach auf eBay, in der Hoffnung, dass es niemand kauft, aber dass Gertrude ihn nicht auf den Sack geht. Er will sich Kashira finanzieren. Ich glaube, wenn du X selber reinhaust, glaube ich jetzt nicht, dass du sagst, boah, davon kaufen wir jetzt Kashira. Also zuschlagen für alle Fans von Retro-Formaten. Wenn ihr sagt, Mensch, Current-Format ist mir zu teuer, gebe ich lieber 290 Euro aus für ein Format, was ich 4 Leuten spielen kann in ganz Deutschland. Yes, irgendwie sowas. Wir haben ja viele Nostalgiker bei uns in der Yu-Gi-Oh! Community und ich muss schon sagen, auch hier haben wir wieder etwas gefunden im Rabbit Hole. Und zwar ein Deck, was jetzt erst seinen, keine Ahnung, zweiten Frühling erlebt, glaube ich. Und zwar, wir haben ein Yu-Gi-Oh! Dark World Finstere Welt Deck High Rare mit Extra Deck für 240 Euro. Absoluter Schnapper. Das ist ohne Danger. Das ist schönes, klassisches Dark World, wie man es damals gespielt hat. Auf den ersten Blick sehe ich keine Ultis. Ich glaube, der Bro ist Secret, wenn ich das richtig... Leute, kauft euch doch richtige Kameras, wenn ihr sowas reinhaut. Wirklich. Bei dem Graffa, ich glaube, der ist Ultra. Ja, der Rest ist jetzt nicht so High Rare. Glaube, er hat einfach nur High Rare mit Alt verwechselt, wenn ich ehrlich bin, Chat. By the way, ist das da unten Nummer 85? Crazy Box! Die Bros sind rare. Ach, die sind nur rare. Das sieht nicht so high rare aus. Das sieht eher so aus mit hab ich rumfahren gehabt und hab's reingeknallt. Hallo, ich biete ein komplettes High Rare Dark World Deck an. Das Extra Deck ist inklusive, alle Karten sind deutsch oder englisch. Für 240 Euro kann auch das für dich da draußen sein. Von dem her, gönn dir. Wir gehen jetzt zu meinem Favoriten. Und das ist ein Angebot, da musste ich mich wirklich zurückhalten, dass ich da jetzt nicht mal wirklich mit Twitch Prime reinhalte und mir wirklich alles kaufe, was ich die letzten paar Monate mit Twitch darüber verdient habe. Yu-Gi-Oh! Schwertseele Tenyi Turnierdeck Meta für 680 Euro. Einfach mal wirken lassen. Wir haben hier drin 3-mal Eggy. Sure. Ash Imperm. Nice. Das sieht nach 4-mal Taya aus, wenn ich das richtig sehe. Man kann nicht genügend Tayas haben, I guess. 2-mal Droplet. Was soll das hier sein, bitte? Für 680 Euro. Es ist eine sehr gute Aufnahme, dass man auch definitiv erkennt, in was man sich hier reingeht. Wir gehen jetzt mal definitiv ins Extra-Deck weiter. Das ist das, wo das Geld liegen muss. Schwierige Situation. Baron ist dabei, preisgerechtfertigt. Yes. Ein Monk. DPE. For whatever reason. Warte, haben wir eine Beschreibung. Artikelzustand neu. Da, guck mal. Schwertseele Tenyi Duet doppelt gesleeved. Also, wenn du da reingehst, du wirst da
raus. Wirklich, du hast da einen absoluten Schnapper mit dem Deck gemacht. Absolut. 680 Euro für den ganzen Haufen. Secret Ash. Ich erkenne nicht, ob diese Ashes Secret sind oder Ultra, mein Lieber. Good luck mit deinem G1-Deck da draußen. Also das ist ein Schnapper, mit dem kannst du nur plus gehen. Und damit kannst du auch direkt die nächste YCS gewinnen. Wenn euch das gefallen hat, diese Folge von eBay Deck Professors Sauce, dann lasst es doch mal wissen in den Kommentarsektionen, ob es weitermachen soll. Ansonsten like, subscribe und so ein ganzes Kram. Lasst es mich wissen. Kuss geht raus, aber hab euch lieb.